Die Christophorus-Kliniken bieten den Patienten am Standort Dülmen jetzt zwei neue Abteilungen mit einem größeren Leistungsspektrum an. So unter anderem im Bereich der Pneumologie und der Kardiologie. Bei einem Pressegespräch stellte Geschäftsführer Dr. Jan Deitmar die neuen Abteilungen vor. Ja, wir sind ganz froh, dass wir das Spektrum dessen, was das Dülmener Krankenhaus anbietet, haben vertiefen und erweitern können. Dass die Vertiefung erfolgt in der neuen Abteilung Pneumologie und allgemeine innere Medizin, wo im Prinzip auf Basis der vorhandenen Abteilung nochmal ein neuer Schwerpunkt gesetzt wurde mit der Lungenheilkunde. Und verbreitert haben wir uns im Bereich der Kardiologie, die seit dem vergangenen Jahr schon hier eine Stärkung erfahren hat und jetzt durch einen neuen Bereich ergänzt wird, der Elektrophysiologie heißt und im Prinzip damit unser Spektrum in der Kardiologie auch abrundet. Dafür haben wir zwei neue Chefärzte gewinnen können, einmal für die Abteilung Pneumologie und allgemeine innere Medizin, Herrn Dr. Chudai, der aus dem Clemens Hospital zu uns kommt, und für den Bereich der Elektrophysiologie, Herrn Dr. Reiner, der zuvor im Franziskus Hospital in Münster tätig war. In der neuen Klinik für Pneumologie und allgemeine innere Medizin soll das bisherige Leistungsspektrum zum Beispiel durch eine Erweiterung bronchoskopischer Untersuchungstechniken mit Ultraschall in der Pneumologie ausgebaut werden. Bereits auf der im Dülmener Krankenhaus existenten breit aufgestellten inneren Medizin wird jetzt die neue Klinik für Pneumologie und allgemeine innere Medizin um den Schwerpunkt und den Bereich Pneumologie, also Lungen- und Bronchialheilkunde, erweitert. Die Lungen- und Bronchialheilkunde wird schwerpunktmäßig Erkrankungen behandeln wie den Lungenkrebs, die COPD, aber auch rheumatische Erkrankungen im Lungengewebe, die sogenannten interstitiellen Lungenerkrankungen, die interventionellen Dinge in der Bronchoskopie, also in der Lungenspiegelung, werden schwerpunktmäßig erfolgen durch endobronchialen Ultraschall, also Ultraschall über die Atemwege, womit man dann Proben aus den Lymphknoten neben der Luftröhre und den sonstigen Strukturen im sogenannten Mittelfell entnehmen kann. Neben der nicht-invasiven Kardiologie, die seit 2019 praktiziert wird, bietet die Klinik für Kardiologie neue Behandlungsmethoden im Bereich der Rhythmologie und Elektrophysiologie an. Ja, die Elektrophysiologie und Rhythmologie beschäftigt sich primär mit den Herzrhythmusstörungen des Herzens, und die können auch mit speziellen Kathetertechniken untersucht und behandelt werden. Und das ist etwas, was es im Dülmer Krankenhaus vorher nicht gegeben hat und dann zukünftig angeboten werden kann. Letztlich werden auch die bereits bestehende Herzschrittmacher- und Defibrillatortherapie erweitert um Geräte, die eine Herzschwäche mit behandeln sollen. Und ein dritter Unterpunkt ist die Behandlung zusammen mit den Neurologen von speziellen Schlaganfällen, die bedingt sind durch Löcher im Herzen, die wir dann auch mit speziellen Verschlusssystemen zukünftig verschließen können. Im Herbst wollen die Christophorus-Kliniken am Standort Dülmen weiter aufrüsten. Ein hochmoderner Container soll die Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im Bereich der Kardiologie unterstützen.